Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Bioshock Infinite. Wir waren letztens hier stehen geblieben und nun weiter geht's. Ja. In der Bank. Haupthalle der Bank. Bürstgang. Okay, den nehme ich jetzt mit. Na komm. Ein Fläschchen Salze. Danke. Danke dir. Oh, komm zu kämpfen. Erhebt euch, Brüder. So, gut, den Kuchen. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Okay. Silver Eagle. So. Erstmal ein bisschen Geld, damit ich was sagen. Ja, wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass. Hat es wirklich mal gefallen, dass es wieder ist. Ich möchte es wenigstens mal beenden. Wollte ich sowieso, 50%. Aber. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. Ja, ich glaube, man sollte wirklich Prophet werden. Ah, ein Lockpick wird benötigt. Oh. Okay, ich hoffe, wir finden eins hier. Nee. Silberigel, so. Schießeisen, okay. Ach so, das. Juhu, wir haben genau eins gefunden. Um das da zu öffnen. Um den Safe da zu öffnen. Vielleicht ist da was Interessantes. Vielleicht ist da nichts Interessantes. Kannst du das öffnen? Oh, das wird nicht lange dauern. Fertig. Wie viel haben wir jetzt? 1100. So. Aber schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Das kann sein, dass es nicht einstimmt zu mit den, zum Beispiel zu den Upgrades irgendwie, die wir geholt haben. Wie gesagt, weil ich das komplett nachspielen musste. Auf einem gewissen Kapitel musste ich das nachspielen. Ich kann es so gut wie möglich tun. Okay. Horror. Okay. Da, eine Chiffre. Eine Geheimbotschaft der Vox Populi. Du bist doch die Obercode-Knackerin, was heißt das? Keine Ahnung. Hier müsste irgendwo ein Codebuch sein. Ja, jetzt guck, das Tutorial hat man schon mal gehabt. Ich muss halt wirklich so weit spielen, wie es gerade geht. Ich muss so gucken, wo muss denn? Nee. Mehr Geld. Okay. Hier. So. Gut, das Buch der Vox Populi. Wie gesagt, das Spiel werde ich nicht zu 100% spielen. Das ist jetzt, wie gesagt, zu den jetzigen Let's Play, weil ich habe noch ein paar Projekte offen und ja. Wow. Kann die Mutter endlich mal zu uns kommen oder nicht? Kannst du mal zu uns? Also Kaffee. Wer lagert denn im Lager Kaffee? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich bin verloren.
Hab gut, Salze. Salze ist perfekt. So. Ich nehme mir was. Da kann man sich schon mit der Sniper killen, also. Ich dachte, man darf sich selber schießen, aber nö. So. Nee. Nichts zum Ausräumen. Hier, für die Kasse. Ah gut. Für die Staatskasse. Da war ich auch zum Propheten. Sieht man ja. Kaffee. Ich hab noch nichts. Du weißt schon, wenn du mich schlägst, brennst du. Ja, immer stehen bleiben? Jetzt reicht mir aber. Ja, wir werden jetzt erstmal umsehen auf das Codebuch. Mal ein Codebuch erstmal nachschauen. Ob wir es irgendwo finden. Nee. Hier ist es nicht. Auch nichts. Da vielleicht. Na gut, ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich das halt. Ist besser, ich find's ohne so schlimm. Wie gesagt, okay, öffne wieder's. Und wenn ich diese Sabotage begehe, an ihre Patente, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei... Auf dem gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es... Nur sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Okay. Ich glaube, das ist nicht die wahre Lady Comstock. Ich glaube, sie ist ein Gemisch aus ihrem Wesen und... Was meinst du? Ich denke, sie ist sie, aber zum Teil auch ich. Warum ist er denn kämpfen? Ich hab Salze entdeckt. Warum ist er immer kämpft gegen uns? Gib uns ja die Schuld. Oh
ja uns die Schuld. Ich verstehe es gar nicht. Jetzt geht's jetzt hier aus. Okay. Wow. Ich kann nichts finden. Au, 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 au. Okay, bauen wir die Munition einfach mal her. Wir haben es einfach gefunden. Okay. Gut, nehme ich so an. Das ist eigentlich totaler Feigling, die kann nicht alleine kämpfen, nö. Au, 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 das hat was. Nicht aufgeben, Booker. Das tat. Der Erzengel sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Komm, on! Ja, geht auch. Sie ist down. Mini-Repetiergewehr, genau, das nehmen wir erstmal mit. Das Maschinengewehr nehmen wir mit. Gut, ein bisschen Energie, 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 ist immer gut, immer wieder. Hier, gut aufheben. Okay, wie viel? Geht doch, 1800, geht doch. Warte, ich muss mal sagen, ab nach oben und den Bereich verlassen. Mal sehen, wo sie uns noch hinführt. Ich hoffe nicht irgendwo sonst zu enden. Ja gut, ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich beim Endcard. Ja, wir haben es bei der Bank besetzt. Ist also nicht schwanger geworden. Wieso? Ist Elizabeth nicht ihre Tochter oder was? Naja, vielleicht wird man es beim nächsten Mal noch fahren. Ihr könnt gerne das Video ja gerne mit dem Daumen nach oben. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal bei Let's Play. Euer Schatz, Infinite.